Steph Koons, aber das ist kein Original, sondern eine Nachbildung. Senf ist immer ganz wichtig. Ich bin ein totaler Senf-Fan. Ohne Senf geht's gar nicht. Ja, manchmal, wenn man keine Zeit hat, muss es eine Bockwurst im Büro sein. Ich bin Christine Aschenberg-Duknus. Ich bin die parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion und das ist mein Bretterporträt. Ja, meine Motivation war nicht immer nur meckern, sondern auch mitmachen. Und deswegen habe ich auch in der Kommunalpolitik begonnen, als 37, 38-jährige Frau. Wir waren Neubürger in meiner Heimatgemeinde Strande und da war alles sehr intransparent in der Gemeindevertretung. Und da habe ich gesagt, nee, da möchte ich gerne mitmachen. Und das habe ich dann auch getan. Also ich kann immer nur raten, in der Kommunalpolitik auch zu beginnen, weil da lernt man das Rüstzeug für alles, was danach kommt. Ob das jetzt Landes- oder Bundespolitik ist, in der Kommunalpolitik lernt man es. Man muss sich Mehrheiten besorgen, man muss Anträge schreiben und das ist das, was eigentlich jeder machen sollte. Und es ist ja auch wichtig, sich für seine eigene Gemeinde, Kommune, Stadt zu engagieren und dazu kann ich nur raten. So, ich komme jetzt von der zweiten namentlichen Abstimmung zur Suizidhilfe. Leider hat auch der zweite Antrag, wo ich Mitunterzeichnerin bin, keine Mehrheit erhalten. Das heißt, wir haben keine Neuregelung zur Suizidhilfe. Das heißt, wir haben einen unklaren Rechtszustand. Das ist sehr, sehr, sehr frustrierend auch für uns, weil das ist ein Schwebezustand, den man eigentlich der Bevölkerung und denjenigen Menschen, die zum Beispiel schwer krank sind, nicht zumuten kann. Dafür kämpfe ich schon seit Jahren und irgendwann werde ich den Kampf auch gewinnen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das steht im Grundgesetz. Und deswegen sagen wir, es ist Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts, dass man auch selbst und eigenständig über sein Lebensende entscheiden kann. Also sehr geprägt hat mich in meiner Zeit als MdB, da ging es auch zum Beispiel um Sterbehilfe, so wie heute. Dieses Thema beschäftigt mich schon sehr lange. Aber auch Pränataldiagnostik. Also was kann ich als Schwangere für Untersuchungen machen, um zu wissen, wie die Gesundheit meines Kindes aussieht. Das waren auch sehr ethische Debatten. Und das sind immer die Sternstunden des Parlaments. Weil da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern dann kann man wirklich seine eigene Überzeugung in den Debatten mit einbringen. Und das ist einfach toll. Die Prävention ist meine Leidenschaft, weil ich sage immer, seit Jahrzehnten bezahlen wir nur die Behandlung von Krankheiten. Dabei sollten wir das Geld, was wir haben, viel mehr in die Information für die Menschen einsetzen, wie verhindere ich Krankheiten. Wir haben so viele Zivilisationskrankheiten, die wir verhindern können. Durch Aufklärung, durch richtige Ernährung, durch regelmäßiges Training. Und da müssen wir besser werden und dafür kämpfe ich auch seit Jahren. Und jetzt werden wir ja auch ein Präventionsgesetz auf den Weg bringen und da werde ich ganz konkret mitarbeiten. Also ich habe mich gefreut, dass der Fokus auf die Gesundheitspolitik stärker auf die Gesundheit gekommen ist. Also dass man dazu Corona brauchte, ist natürlich nicht gut, weil wir hätten auch gut auf das Virus verzichten können. Aber es war schon eine sehr harte Zeit, weil die unterschiedlichen Meinungen sind doch sehr aufeinandergeprallt. Und ich stand sehr im Fokus und habe natürlich auch sämtliche Shitstorms abbekommen, was mich aber überhaupt nicht stört. Da habe ich ein ganz breites Kreuz. Gleich haben wir ein Videodreh mit meiner Kollegin Christine Lüttke. Auf einen Kaffee mit Christine und Christine. Und da machen wir immer Kurzvideos über gesundheitspolitische Themen. Heute ist das Thema Hitzeschutz. Am Parlament, naja, nerven nicht, dass ich sag mal so, ich nehme es hin, ist dieser permanente Zeitdruck. Man hat nie genug Zeit für Gespräche, man ist immer in Hektik und das ist so das, da wünschte ich mir manchmal mehr Ruhe. Aber wenn man allen gerecht werden will, bleibt einem keine andere Wahl. So, jetzt kommt mal mit, ich zeige euch mal, was hier sich hinter meinen Schränken verbirgt. Man merkt nämlich, der Deutsche Bundestag ist von Männern eingerichtet worden. Was fehlt? Das ist ein Schuhschrank. Deswegen habe ich jetzt hier einfach einen Schrank umfunktioniert und habe da Schuhe drin stehen. Das sind natürlich längst nicht alle, die ich habe. Aber mehrmals am Tag kann ich dann auch meine Schuhe wechseln. Und ganz toll sind natürlich meine Glitzerstiefel.
die ich aber noch nie im Plenarsaal getragen habe. Ich finde ja, mit Mode kann man sehr viel ausdrücken, das stimmt schon. Und meine Mutter hatte eine Truhe und da hatte sie immer farblich eingefärbt Handtaschen, Pumps und damals trug man Lederhandschuhe. Und das war immer passend nach Farben sortiert. Als Kleine habe ich immer die Stöckelschuhe angezogen, mir die Handtasche über und bin dann im Haus rumgestöckelt. Das heißt, ich kann gar nichts dafür. Man muss es einfach nur farblich gut abstimmen und man muss es selbstbewusst tragen, man muss sich gut fühlen und das tue ich. Ich zeige euch jetzt mal was ganz Tolles, nämlich meinen Schuhschrank. Soll ich euch mal schnell meinen Schuhschrank zeigen? Wenn wir nachher Zeit haben, gehen wir irgendwo noch einen Kuchen essen oder so. Jetzt guckt mal, wie der passend ist. Hallo? 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 Finde ich auch. Also,